Es ist Heiligabend. Die Geschenke sind alle eingekauft und als hübsche Päckchen verpackt und im Wohnzimmer unter den Christbaum gelegt. Die Kinderzimmer erwarten den Ansturm der Geschenke. Das Essen ist soweit vorbereitet, die Getränke sind kaltgestellt und alle sind gewaschen, geduscht und sehr hübsch herausgeputzt. Zeit, um jetzt mal tief durchzuatmen. Macht es einfach mal so. Wieder einmal haben wir es geschafft. Meinen herzlichen Glückwunsch. Jetzt kann der heilige Abend kommen. Schön, dass ihr heute da seid, denn jetzt ist erstmal Zeit für das Wichtigste, nämlich, dass wir Jesu Geburt feiern, dass wir sein Kommen in unsere Welt feiern. Alles andere hat nachher wieder Zeit, aber jetzt wollen wir uns ganz darauf konzentrieren, Gott wird Mensch. Ein ganz herzliches Willkommen, hört man mich? Ja. Sehr gut. Ein ganz herzliches Willkommen an alle Erwachsenen, alle Eltern, alle Großeltern. Ganz besonders aber ein herzliches Willkommen an euch Kinder, die ihr hier überall verteilt zwischendrin sitzt. An euch Musical-Kinder. Schön, dass wir zusammen hier sein können. Und schön, dass Sie über den Livestream auch mit uns verbunden sind. Auch da ein ganz herzliches Willkommen in die Wohnzimmer, wo auch immer Sie gerade mit uns feiern. Und so feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Im Jahr 1232, da hat der Franz von Assisi das Krippenspiel erfunden. Bei uns ist es ja ein Weihnachtsmusical, aber ursprünglich hieß es mal ein Krippenspiel, damit die Geschichte von der Geburt Jesu ganz lebendig wird. Bei uns in diesem Jahr wäre aus dem Krippenspiel fast ein Krippenspiel geworden. Wir haben jede Woche neu gebankt, welche Kinder gerade krank sind, Grippe haben, wieder gesund sind, Corona haben, wieder gesund sind. Und wir grüßen jetzt drei der Schauspieler, die leider ausgefallen sind und jetzt mit Fieber zu Hause im Bett liegen. Ganz, ganz herzlich und schön. Wir hoffen, dass ihr einfach uns zuschaut und dass wir es auch ohne euch gut hinkriegen. Wir haben viel geprobt. Es war viel Aufregung dabei und die Kinder, die gestalten jetzt gleich einen großen Teil des Gottesdienstes mit. Und das finde ich richtig toll. Ihr macht nicht nur eine Aufführung, sondern ihr habt wirklich eine richtig wichtige Botschaft. Und ich wünsche uns, dass die allen hier sehr zu Herzen geht. Alle, die schon ein Handy haben, würde ich bitten, das einfach auszuschalten, in Flugmodus zu schalten. Einerseits von der Technik her, weil jetzt doch ziemlich viele Mikros hier am Laufen sind, dass da einfach alles ungestört verläuft. Und auch fotografieren oder filmen. Bitte nicht, die Kinder sind schon so aufgeregt. Da dürfen sie einfach ihr Handy nebendran legen und die Botschaft auf sich wirken lassen. Genau, und bitte lassen Sie auch dann nachher den Platz hier vorne und auch den Mittelgang frei, den werden wir zum Teil für unsere Aufführung oder für unser Stück auch brauchen. Und jetzt singen wir gemeinsam das erste Lied, Stern über Bethlehem. Das ist das Lied Nummer 19 in Ihrem Heft, die Verse 1 bis 4, also das ganze Lied. Thank you.
wollen Gott einladen, hier bei uns zu sein. Und zum Gebet würde ich Sie bitten, dass Sie sich erheben, dass Sie aufstehen. Lieber Gott, wir freuen uns auf dieses Weihnachtsfest. Du beschenkst uns mit Jesus, deinem Sohn. Du großer Gott, kommst zu uns Menschen, ganz nah. Lass uns jetzt deine Weihnachtsfreude spüren und dich finden, wenn wir singen, beten, spielen und auf dein Wort hören. Lass alles, was noch durch unsere Gedanken schwirrt, zur Ruhe kommen. Wir bitten dich, lass das Musical gelingen, hilf den Kindern nicht so aufgeregt zu sein und lass uns jetzt bereit sein für deine Gegenwart. Amen. Ich würde Platz nehmen, danke. Kennt ihr das Projekt Weihnachten neu erleben? Das ist eine sehr aufwendig gestaltete Weihnachtsshow mit über 50.000 Besuchern, die fast jedes Jahr, dieses Jahr ist sie ausgefallen, in Karlsruhe stattfindet, in der DM Arena. Und die brauchen wirklich viele Mitarbeiter im Backstage-Bereich und ich war da vor 3 Jahren beim Spendenzählen dabei. Und da habe ich einen Einblick hinter die Kulissen einer solchen Weihnachtsshow bekommen. Überall wuselte es von Solisten, die sich noch eingesungen haben. Die Schauspieler wurden geschminkt, die Tänzer haben sich warm gemacht und überall hat es gesummt wie in einem Bienenstock. Und ich dachte, ach du liebe Zeit, dieses Chaos im Hintergrund. Aber nachher ging das Musical ganz geordnet seine Bahn. Ich finde es sehr aufregend, hinter die Kulissen zu schauen. Und wir werfen heute bei unserem Weihnachtsmusical einen Blick hinter die Kulissen der allerersten Weihnachtsgeschichte. In die unsichtbare Welt der Engel. Wir sind live dabei, wenn sich die Engel darauf vorbereiten, dass Gott auf die Erde kommen wird. Ich habe mir das ja eigentlich alles sehr harmonisch vorgestellt. Alle Engel sind im Einklang mit Gottes Willen. Sie sind ja in der Bibel die Boten Gottes und verkündigen eine gute Botschaft, die auf Gott hinweist und die Menschen einlädt, Gott zu ehren und über ihn zu staunen. In unserem Musical, das ihr gleich sehen werdet, ist es ganz anders. Die himmlischen Haarscheren sind im Weihnachtsstress. Sie wollen die perfekte Inszenierung des Weihnachtsmusicals und des Weihnachtsfestes. Alles muss passen. Der Weihnachtsstern wird abgestaubt. Im Himmel wird Hausputz gemacht. Die Beleuchtung und die Ausstreuung der göttlichen Soundanlage wird nochmal gecheckt. Es ist unglaublich. Und ich dachte, mir kommt das alles von mir und von vielen Leuten, die ich so kenne, sehr bekannt vor. Und vielleicht hat unser Weihnachtsstress ja oft auch was mit unseren Perfektheitsansprüchen zu tun. Wir wollen alle Weihnachten, so wie in amerikanischen Weihnachtsfilm, wunderbar alles geschmückt und am Ende beim Happy End, da schneit's. Doch während die Engel in der Geschichte rotieren und rumstreiten, macht Gott ganz andere Pläne. Völlig unbemerkt. Die Engel kriegen das gar nicht mit. Und statt in einer Villa oder in einem Schloss, so wie Sie sich das vorstellen, sucht Gott Quartier in einer armseligen Behausung. In einem krisengeschüttelten Eck der Weltgeschichte. Kriegsschauplatz. Für Gott kein Hinderungsgrund zu kommen. Ich kann die Empörung der Engel so richtig verstehen und die machen auch so richtig Randale nachher.
Und es geht uns ja selber so beim Lesen der Weihnachtsgeschichte. Ehrlich jetzt? Eine 14-Jährige, unehelich schwanger, mit dem Gottessohn? Eine Volkszählung zum ungünstigsten Moment hätte Gott das nicht verhindern können? Kein Platz für die Niederkunft, hallo? Nach scharf stinkende Außenseiter sind die erste Adresse der Engel? Manchmal frage ich mich schon, was hat sich Gott bei dieser Inszenierung gedacht? Und vielleicht geht es euch auch so, manchmal wünschte ich mir wirklich einen Blick hinter die Kulissen von Gottes Plänen. Warum hat Gott nicht mehr Macht und Herrlichkeit demonstriert? Warum geht bis heute noch so viel schief in dieser Welt und auch bei den Menschen, die ihm nachfolgen? Wo ist Gott überhaupt erlebbar in dieser Welt, wo es gerade so chaotisch zugeht, wo wir ihn doch so sehr brauchen? Was hat Gott da für einen Plan? Ist er da? Eins lehrt mich diese Weihnachtsgeschichte in diesem Jahr, nämlich Gott lässt sich durch nichts abhalten zu kommen, auch wenn er anders kommt. Er schreibt das Regiebuch der Geschichte mit den Menschen einfach anders, überraschend anders. Aber er kommt, er ist nahe und es ist ein Angebot. Und es ist doch gut, dass er kein Herrscher ist, der despotisch und korrupt seine Untertanen regiert, denn davon haben wir doch schon genug. Gott kommt menschlich, in einem Kind, verletzlich, nicht auf großes Ansehen bedacht. Und als dieses Kind erwachsen wird, da ist ein Mann, der Menschen sucht, die ihm nachfolgen, die über ihn staunen, die an ihn glauben, aber auch immer noch ist es ein Angebot und kein Zwang. Und auch wenn oft das Bild hinter den Kulissen dieser Welt so chaotisch wirkt und ein richtiges Durcheinander und Wirrwarr zu sein scheint, wie bei einem Stickbild auf der Rückseite, so ist Gott doch derjenige, der die Fäden verbindet und der aus allem ein hoffnungsvolles Bild für unsere Zukunft webt. Ich glaube, dass wir eines Tages das Stück Gottes auf seiner neuen Weltenbühne sehen und feststellen, wie sich seine Gedanken und seine Pläne zu einem göttlichen Muster zusammenfinden. Und dass auch manche Knoten, die wir persönlich erleben, dann trotzdem zu einem guten Bild kommen. Mir wurden die Engel bei unseren Proben immer sympathischer. Und ich habe gedacht, auch wenn sie alles perfekt inszenieren wollen, sind sie doch mit ihren Aufregern, ihren schiefen Tönen, ihren unperfekten Texten, so wie wir Menschen oft auch. Und das finde ich tröstend und entlastend. Und wenn wir so in der Gegenwart Gottes leben, dann können wir Weihnachten wirklich neu erleben. Denn das ist das Geschenk des Himmels an uns. Und jetzt Bühne frei für euch.
euch vor, wie die Menschen staunen, wenn ihr singt von Gottes Kind, spielt auch die Posaune. Schnell, 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 es wird Zeit, Weihnachten ist nicht mehr weit. Jesus wird ein kleines Kind, wird so wie die Menschen sind. Sternenkind, putz geschwind, dein Stern muss wirklich funkeln. Weit und breit soll man ihn sehen, wie er strahlt im Dunkeln. Rödel nicht, denn das Licht soll die Welt erleuchten. Und der Ton sagt, stimmt er schon, nimm ein gutes Mikrofon. Schnell, 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 es wird Zeit, Weihnachten ist nicht mehr weit. Jesus wird ein kleines Kind, wird so wie die Menschen sind. Die himmlischen Vorbereitungen auf das bevorstehende Weihnachtsfest sind im vollen Gang. Die Engel sind schon ziemlich aufgeregt, denn es gibt noch so viel zu tun. Okay, es geht nicht. Sternchen, wo bist du? Hör gefälligst auf, mich immer Sternchen zu nennen. Aber Stellina heißt doch Stern. Ja, trotzdem möchte ich mit meinem Namen angesprochen werden. Alles klar? Ja, ja, schon gut. Sei halt nicht immer gleich so empfindlich. Hallo Anni, bist du denn auch schon so aufgeregt? Ach, geht's so. Ich träume jede Nacht von dem großen Weihnachtsfest. Und in meinem Bauch hält es gar nicht mehr auf zu kribbeln. Diese tollen neuen Kleider und der schöne glitzernde Stern. Und wenn dann noch der Chor anfängt zu singen. Ja, ist ja gut. Hör auf zu reden. Fang an zu arbeiten. Du hast doch gerade gehört, dass wir noch viel zu tun haben. Hallo Nathalie. Wie weit bist du denn mit deiner Arbeit? Ich bin noch nicht ganz fertig, aber der Stern sieht schon sehr schön aus. Oh, wie der glänzt. Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, wie verstaubt er war. Ach, ich kann es kaum mehr abwarten. Stellina, wo willst du denn schon wieder hin? Bin gleich wieder da. Strahlend helles Licht, Gott vergisst die Menschen nicht.
Menschen das verstehen und in ihm den Vater sehen. Leuchte Weihnachtslicht, fürchtet euch nicht. Leuchte Weihnachtslicht, fürchtet euch nicht. Weihnachtsstern, Stern des Herrn, zeige allen nah und fern. Durch dein strahlend helles Licht, Gott vergisst die Menschen nicht. Gott, der Vater, meint es gut, seht das Wunder, das er tut. Weihnachtsstern, Stern des Herrn, zeige allen nah und fern. Durch dein strahlend helles Licht, Gott vergisst die Menschen nicht. Weihnachtsstern, Stern des Herrn, zeige allen nah und fern. Durch dein strahlend helles Licht, Gott vergisst die Menschen nicht. Also Tina, weißt du, zuerst habe ich gedacht, wir hätten noch so viel Zeit. Laut Plan hätte alles optimal laufen müssen. Aber jetzt bleibt uns nur noch eine Woche bis Weihnachten. Hoffentlich schaffen wir das alles noch. Wir haben noch so... Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Ach, das kriegen wir schon hin. Was machen die denn da mit dem Licht? Warte mal. Also Benny, mit dem Licht sind wir noch gar nicht einverstanden. Kannst du nicht? Halt, halt, halt. Also... Die Lichttechnik, die ist teuer und kompliziert. Da lasse ich niemanden ran. Sagt mir, was euch nicht passt und ich schaue dann, was ich machen kann. Also, wenn der Engelchor auf dem Hirtenfeld anfängt zu singen, dann reicht diese Funzel da nicht aus. Da musst das ist nicht irgendeine Funzel. Das ist ein 1000-Watt-Scheinwerfer. Dann ist das halt ein 1000-Watt-Scheinwerfer. Trotzdem reicht der nicht aus. Ja, ja, okay. Ich schaue, was ich machen kann. Engel und Technik. Ach, was war denn das schon wieder? Sowas darf bei der Premiere nicht passieren. Außerdem habe ich angeordnet, dass diese billigen Mikrofone nicht genommen werden. Mit den guten passiert so etwas nicht. Ach, dieser Stress. Anni, sag mal, wo ist denn Stelina jetzt schon wieder hin? Keine Ahnung. Ich komm ja schon. Stelina, du hast immer noch nicht aufgeräumt. Fang jetzt an, sonst wirst du nie fertig. Ja, klar. Ich will erst noch einmal auf die Erde gucken. Um zu sehen, was da unten los ist. Vielleicht sind die Menschen ja auch noch beim Aufräumen. Dieses Kind bringt mich noch zur Verzweiflung. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Kommt mal alle her und schaut euch das an. Kein Platz, kein Raum, kein Bad, kein Bett. Wer ist im Bethlehem so nett und gibt uns heute ein Quartier? Ist mehr frei. Alle sind müde, die Fremden ziehen vorbei. Kein Platz, kein Raum, kein Bad, kein Bett. Wer ist in Bethlehem so nett und gibt uns heute ein Quartier für eine
Kaiser lässt zählen, egal ob's uns gefällt. Für ihn zählt doch nur sein Ansehen, Gold und Geld. Maria kann nicht mehr, sie ist am Ende, wo kommt jetzt Hilfe her? Platz, kein Raum, kein Bad, kein Bett, wer ist in Bethlehem so nett und gibt uns heute ein Quartier? Für eine Nacht nur sind wir hier. Kein Platz, kein Raum, kein Bad, kein Bett, wer ist in Bethlehem so nett und gibt auf der Erde ist von Weihnachtsstimmung nichts zu spüren. Dort gibt es ganz andere Probleme. Kaiser Augustus hofft, durch höhere Steuereinnahmen die Staatskasse wieder auffüllen zu können. Deshalb müssen alle Leute ab 18 in ihren Geburtsort kommen, um sich dort registrieren zu lassen. Auch Josef und Maria sind deshalb unterwegs, obwohl Maria hochschwanger ist und das Baby jederzeit kommen kann. Wer kommt denn da noch so spät am Abend? Es tut mir leid, bei uns ist alles besetzt. Aber meine Frau wartet ein Baby und sie ist am Ende ihrer Kraft. Wartet mal, vielleicht weiß meine Frau ein Rat. Sarah, Sarah, kommst du mal? Sarah, wo bist du denn? Lieber Mann, bitte nicht so laut. Einige Gäste schlafen doch schon. Was ist denn los? Mama, wann kommst du denn endlich? Du wolltest mir doch noch eine Geschichte vorlesen. Samira, komm doch endlich ins Bett. Die Mama kommt doch gleich. Du hast noch nicht mal Hausschuhe an. Geh mit deiner Schwester zurück ins Bett. Ach du liebe Zeit, wenn ich das gewusst hätte. Vor 5 Minuten habe ich das letzte Zimmer vermietet. Es waren 2 junge Männer, die hätten auch woanders unterkommen können. Und was machen wir da? Das Einzige, was wir jetzt noch haben, ist... Nein, nein, das geht auch nicht. Was? Was denkst du denn? Nein, nein, das war nur ein dummer Gedanke. Ja, nun sag schon. Der Stall. Was? Ha, der Stall? So etwas habe ich noch nie einem Gast angeboten. Das ist doch völlig unter unserem Niveau. Schließlich habe ich ein nobles Gasthaus. Also Sarah, dass du so etwas vorschlägst. Bitte, es ist schon in Ordnung. Ich kann nicht mehr. Ich muss mich ausruhen. Lieber im Stall wie auf der Straße. Gut, ihr könnt schon einmal rübergehen. Ich bringe euch noch Decken und eine warme Milch. Nein, 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 Sarah. Wie kannst du nur Gästen unseren Stall anbieten? Wenn sich das herumspricht, dann bin ich doch ruiniert. Aber wir haben nichts anderes. Ja, aber wenn das die anderen Gäste erfahren, hier kommt doch keiner mehr her. Es ist eben ein Notfall. Jetzt reg dich doch nicht so auf. Was soll ich damit? Auf keinen Fall. In
der Gott an. Ihr Menschen, denkt doch auch daran. Na, 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 ja, habe ich, aber ich kann es einfach nicht fassen. Gottes Sohn kommt vielleicht in einem Stall zur Welt? Und was machen wir jetzt? Wir gehen zum Chef. Er kann und darf das nicht zulassen. Echt jetzt? Ihr wollt zu Gott persönlich gehen? Nein, das geht nicht. Ihr könnt doch Gott nicht stören. Natürlich können wir das. Stellt euch vor, da schickt er seinen einzigen geliebten Sohn auf die Erde und die Menschen sind noch nicht mal in der Lage, eine schöne Wiege aufzutreiben. Komm, wir gehen. Nein, das könnt ihr auf gar keinen Fall machen. Das ist unhygienisch. Und? Was hat Gott gesagt? Was will ihr jetzt tun? Nun erzähl schon. Nichts. Überhaupt nichts. Wie? Überhaupt gar nichts? Er greift nicht ein? Er will die Menschen nicht bestrafen oder wenigstens ermahnen? Nein, er hat gesagt, dass sein Sohn zur Rettung aller Menschen auf die Erde kommt. Sie entscheiden selbst, ob sie in ihr Haus oder auch in ihr Leben reinlassen. Gott hat gesagt, dass er sich nicht aufdrängt. Es ist ein Angebot für jeden. Das verstehe ich nicht. Dabei könnte er doch... Es geht los, es sind endlich los auf dem Hirtenfeld. Selina, pst, leise, noch darf uns keiner hören. Auf der Erde ist Ruhe eingekehrt. In den Gasthäusern gehen nach und nach die Lichter aus und nur vereinzelt hört man Hundegebell oder das Wiehern eines Pferdes. Auch die Hirten haben es sich gemütlich gemacht und versinken in ihrem wohlverdienten Schlaf. Plötzlich ist der Himmel hell erleuchtet. Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkünde euch große Freude, die allen Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus der Herr? Der Herr in der Stadt Davids. Ehre sei Gott in der Höhe, Ehre sei Gott.
uns gehen, lasst uns nach dem König sehen. Komm, vertrödelt keine Zeit, Bethlehem ist doch nicht weit. Gloria, Jesus, der Retter ist da. Gloria, Gloria, Ehre sei Gott, Halleluja. Gloria, Gloria, Jesus, der Retter ist da. Gloria, Gloria, Ehre sei Gott, Halleluja. Gloria, Gloria, Jesus, der Retter ist da. Gloria, Gloria, Ehre sei Gott, Halleluja. Kneif mich mal, ich weiß es nicht, ich träume oder bin ich wach? Aua, spinnst du? Eindeutig bist du wach. Komm, wir gehen und schauen, ob das stimmt. Dort den Stern? Ja, und im Stall ist die Familie mit dem Kind, genau wie es der Engel gesagt hat. Das ist Gottes Kind, Retter der Welt. Das ist unglaublich. Warum unglaublich? Ich glaube es. Ich auch. Ja, ich auch. Erhält, dann wird es hell in unserer.
Damen, herzlichen Dank für euer tolles Stück. Ihr wart wirklich selber ein Geschenk des Himmels für uns. Wir hatten so viel Spaß. Das war ein Wuselhaufen ohne Ende, dass die jetzt, was da immer hinter den Kulissen gewesen ist, und dass sie das jetzt so toll hinkriegen. Vielen herzlichen Dank. Für viele war das die allererste Aufführung. Ein Kind hat mich vorhin gefragt, wie viele Leute kommen da? Dann habe ich gesagt, 400. Oh! Ihr habt das richtig klasse gemacht. Das war euer Applaus. Genau. Ich bin so froh, dass wir jetzt nach 2 Jahren Fernsehaufnahmen und Online-Gottesdienste endlich wieder in so einer vollen Kirche dieses Musical aufführen konnten. Das war für mich auch ganz was Besonderes, Schönes. Vielen Dank an euch auch nochmal. Wir wollen miteinander beten und stehen dazu auf. Bleibt ihr gerade noch stehen? Bleibt gerade stehen. Bleibt bitte gerade stehen. Einfach stehen. Bleibt stehen. Lieber Jesus, danke, dass du in unsere Welt gekommen bist. Du hast ein großes Ja der Liebe zu uns. Danke, dass du uns begegnen, beistehen willst in allem, was uns in unserer Welt Sorgen und Angst macht. Wir brauchen deine Ermutigung und deinen hoffnungsvollen Blick auf unser Leben und auf diese Welt. Durch dich steht uns der Himmel offen. Öffne du unser Herz für das Angebot deiner Nähe und deiner Zuversicht und deinem gnädigen uns Anschauen. Himmlischer Vater, wir brauchen dein Kommen in unserer unsicheren Zeit. Wir brauchen deinen Rat, deine Hilfe und deinen guten Geist. Wir beten für die Menschen in unserer Stadt und für all diejenigen, die heute Abend alleine feiern müssen. Sei du ihnen nahe. Wir bitten dich für die Krisenherde in dieser Welt. Komm du mit deinem Frieden hinein in allen Streit und in allen Krieg. Mach unseren Blick und unser Herz weit für unsere Mitmenschen, dass wir uns gegenseitig unterstützen und zusammenstehen. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Meine Spur voraus, diese Engel. Wir singen jetzt miteinander das Lied O du Fröhliche, das ist im Heft, ich glaube die Nummer 5. Wir singen die Verse 1 bis 3. Sie können sich dazu nochmal hinsetzen und ihr dürft euch auch hinsetzen. Thank you.
Der Dank an die Kinder, das ist das eine. Aber ich möchte mich jetzt an der Stelle auch nochmal ganz herzlich bei unserem Mitarbeiterinnen-Team bedanken. Wir haben das alle zum ersten Mal gemacht. Und ich glaube, wir haben erst im Laufe dieser Wochen gemerkt, was da eigentlich alles auf uns zukommt und wie viel Hirnschmalz man für so ein Musical braucht. Aber ihr habt es super gemacht. Ganz herzlichen Dank nochmal an die Heike, an die Karen, an die Finja und an die Mara. Das ist klasse, wenn Ehrenamtliche sich in einer Zeit, wo eh alles schon stressig ist, nochmal so engagieren und reinhängen. Und ich sag's Ihnen, die Jugendlichen, die hatten die meisten Termine von uns, ne? Genau, okay. Ich möchte mich auch bedanken bei allen Eltern, die für die Verpflegung im Hintergrund gesorgt haben, die geholfen haben, dass da die Podeste rechtzeitig stehen und dass das Essen gekocht wurde und auch die Kostüme der Engel. Wir haben da 8 neue Kostüme genäht. Da hatten wir einfach auch viel Unterstützung. Herzlichen Dank. Danke auch an die Technik und an das Licht, an dieses ganze Team, das da hinten sitzt. Ohne euch würde sowas ja überhaupt gar nicht funktionieren. Vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Sehr cool. Ich habe von der Technik die letzte E-Mail heute um 2.53 Uhr gekriegt. Also Sie können sich nicht vorstellen, wie die da immer noch proben und im Hintergrund aktiv sind. Genau. Ich möchte Sie auf die Zettel hinweisen, die in den Bänken liegen. Da sind verschiedene Angebote einfach drauf, was wir bei uns in der Gemeinde so für Kinder anbieten. Es gibt Kinder, die sagen, Jungscha oder die Zeit in der Gemeinde für uns Kinder, das ist wie Kindergeburtstag, nur noch viel cooler. Habe ich schon gehört, das Zitat. Auf den Zetteln stehen die einzelnen Gruppenstunden jede Woche drauf. Im Sommer, in den Sommerferien, gibt es auch eine Kinderfreizeit. Das ist dann wahrscheinlich so wie Kindergeburtstag mit Pyjama-Party und übernachten und dann gleich eine ganze Woche oder so. Also auch da ganz herzliche Einladung. Die Eltern tue ich nicht. Ich mache auch noch mit Mikro. Die Eltern oder auch sonstige Ehepaare möchte ich noch auf den Flyer hinweisen. Die liegen draußen im Foyer aus. Das ist eine Einladung zu einem Ehekurs, den wir jetzt in der Gemeinde zum dritten Mal, glaube ich, anbieten im Frühjahr. Ab dem Valentinstag abends, das sind Videosequenzen online, dürfen Sie sich gern mitnehmen, kann ich sehr empfehlen. Wer sagt, ach ja, ein bisschen mehr Zeit mit meinem Mann oder mit meiner Frau verbringen, da ins Gespräch kommen, wird uns bestimmt gut tun, schadet niemandem, glaube ich. Da ganz herzliche Einladung. Auch einladen darf ich Sie zu den Gottesdiensten jetzt über Weihnachten. Heute um 17.30 Uhr ist die Christvesper, die auch online übertragen wird. Um 22 Uhr die Christmette. Ohne Übertragung. Morgen am ersten Weihnachtstag um 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahl, mit Livestream. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr, da kommt die Pfarrerin Mühlenberg-Knebel zu uns, da dann wieder ohne Livestream. Also gern dürfen Sie nochmal zu uns kommen, mit uns Weihnachten feiern. Wenn Sie sagen, okay, uns geht's hier prima und ich finde es schön, dürfen Sie gern auch am Ausgang noch ein Opfer einlegen. In der Adventszeit und an Weihnachten ist es immer für Brot für die Welt, damit Menschen dieses Jahr in Indien und Burkina Faso auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung kriegen können und ja, wenigstens das Brot zum Leben haben. Da vielen Dank für alles, was Sie in die Opferstöcke einlegen. Wenn Sie sagen, oh, da hätte ich gerne noch eine Spendenbescheinigung dafür, gern, draußen liegen auch so kleine Papiertütchen, da können Sie dann Ihre Adresse noch mit draufschreiben und das Geld in das Tüte reinlegen und Sie bekommen dann von uns vom Gemeindebüro eine Spendenbescheinigung. Ein Geschenk des Himmels, so hieß das Musical, ein Geschenk des Himmels. Ein Geschenk des Himmels, das ist vor allem Christus, der in unsere Welt gekommen ist und der uns stärkt und begleitet in dieser ungewissen Zeit. Ein Geschenk des Himmels ist aber auch das Team, das dieses Musical vorbereitet hat, die Kinder, toll, dass Hirten auch Luftgitarre spielen können, das ist mir zwischendrin mal aufgefallen, die das so schön vorbereitet haben. Ein Geschenk des Himmels ist aber auch die Ute Gatz
unsere Kinder- und Familiendiakonin, die wir aus eigenen Kräften hier in unserer Kirchengemeinde tragen, weil es uns wichtig ist, dass wir uns intensiv um Kinder und Familien kümmern können. Aber das kostet auch Geld, das müssen wir tatsächlich miteinander stemmen. Und ich werbe heute dafür, dass sich viele da noch mit einbringen und sagen, ich möchte gern, dass Kinder und Familien hier gut begleitet, betreut, gestärkt, getröstet, ermutigt werden fürs Leben, dass sie hier ganz viele wichtige Dinge auch lernen können. Und dazu haben wir dich, Ute, und ich freue mich, wenn viele sagen, ich mache da mit. Heute nicht dafür spenden. Heute geht es um Brot für die Welt und um Kinder und Familien in Not irgendwo anders. Aber nehmt gerne diese Flyer mit, in denen wir darüber informieren, über unseren Förderverein. Und ich würde mich freuen, wenn die ein oder andere Familie sagt, ja, das ist wichtig, dass Kinder und Familien hier eine gute Stärke und eine gute Basis haben. Und darum bin ich da mit dabei. Ganz vielen Dank und vor allem ganz frohes Weihnachtsfest noch. Jetzt sind wir am Ende unseres... Sind wir am Ende unseres Gottesdienstes angekommen und ich möchte euch alle bitten, dass wir aufstehen und uns gemeinsam unter den Segen Gottes stellen. Gott lasse dich ein gesegnetes Weihnachtsfest erleben. Er schenke dir innere Ruhe, um dich auf die Botschaft der Engel einzulassen. Er schenke dir einen staunenden Glauben über das Wunder der Geburt im Stall von Bethlehem. Er mache hell und heil, was in dir dunkel und zerbrochen ist. Gott bleibe bei dir mit seinem tiefen Frieden, wenn dich das Leben ängstigt. Und so segne euch Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Einfach noch mal kurz hinsetzen. Es gibt für die Kinder noch ein paar Infos. Wir wünschen euch jetzt natürlich allen ganz, ganz schöne Weihnachten. Ein schönes Fest mit eurer Familie. Ich glaube, besonders bei den Musical-Kindern gibt es einfach jetzt sehr viel zu erzählen und sehr viel Erleichterung. Die Kinder bekommen jetzt auch noch eine kleine Bescherung. Und das machen wir oben in Raum 2, da kommt ihr dann nachher alle mit und dann zieht ihr auch eure Kostüme und eure Kleider aus und lasst alles da, was hier in die Gemeinde gehört. Ich würde mich freuen, wenn ein paar von Ihnen als Eltern oder Verwandte oder einfach Gäste hier uns noch kurz helfen. Wir müssen diese ganze Bühne und die ganze Requisite und Kulisse alles abbauen und schnell nach draußen in den Hof bringen oder zum Teil dann auch runterbringen, weil der nächste Gottesdienst schon um 5:30 anfängt und der hat wieder eine ganz andere Gestalt. Da sieht man dann nichts mehr von diesem ganzen Spektakel hier. Ja, das wäre einfach schön und jetzt einfach Ihnen allen gesegnete Weihnachten und kommen Sie gut und behütet ins neue Jahr. Auf Wiedersehen.
Ah.